Ja, moin erstmal, meine lieben Lieblingsbaggerluten. Der Penzo ist zurück im LS25 hier auf dem Frühling und es geht natürlich noch weiter mit unserer Holzaktion der Erweiterung des Hofes, dem Holzverkauf, den wir jetzt noch mal einmal machen müssen. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Trigger. Ich zeige euch gleich, woran das gelegen hat. Das war wieder mal eigene Blödheit. So, und ich wollte jetzt hier halt eben. Das ist noch ein bisschen uneben, aber hier wollte ich so einen kleinen Weg längs bauen, dass man dann hier quasi rausfahren kann. So, um den Baum rum. Den haben wir ja bewusst stehen gelassen. So, und jetzt fahren wir einfach mal Full Speed hier zur Schreinerei, hätte ich beinahe gesagt. Zum Holzwerk und werden da mal das Holz los. Und dann zeige ich euch, woran das gelegen hat, dass wir es nicht direkt verkaufen konnten. Es war auch nicht so viel, was wir verkauft haben an Menge jetzt. Ich hätte gedacht, es wird doch mehr, aber ich glaube, das sind jetzt insgesamt irgendwie um und bei 2000 Euro gewesen, die wir für das Holz bekommen haben. Das ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Das liegt halt wie Kraut und Rüben durcheinander und ist halt eben schräg und hat gewichtstechnisch auch nicht viel zu bieten. Also von daher ist aber auch nicht schlimm. Wir kriegen ein paar Taler dafür. Wir haben eine schöne Aufgabe erledigt. Werden gleich nochmal den nächsten Schritt gehen und die Aststumpen oder die Baumstumpen da irgendwie versuchen zu entfernen, dass wir die auch weg haben. Das sollte auch nicht das Problem sein. So, und jetzt fahren wir mal an den richtigen Trigger, dann kriegen wir das auch raus. Ich habe ja gedacht, man muss in die gelbe Umrandung fahren, das ist aber Quatsch. Man muss natürlich dahin fahren, wo Abkippen steht. So, da fährt man so ein bisschen zentral rein, dann steigt man aus und dann geht man zum Verkaufspunkt. Und jetzt haben wir für das ganze Zeug 930 Talasse gekriegt. Ne, Anhänger ist leer. Ja, Anhänger ist leer. Lässt sich nicht ändern. Es ist, wie es ist. Das waren jetzt in Summe dann so um und bei 3000 Taler, die wir bekommen haben. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm. Darum ging es auch nicht. Es ging eigentlich eher darum, Platz zu schaffen auf unserem Hof, um dort was zu bauen. So, jetzt fahren wir einmal zurück. Dann werde ich mir beim Händler den Kubota ausleihen, den wir da stehen haben. Und dann werde ich mir eine schöne Stubbenfräse aussuchen. Die werden wir mieten und dann werden wir da erstmal so ein bisschen die Baumstümpfe entfernen. Das ist der heutige Auftrag. Mal gucken, ob der Kubota das schafft mit seinen 200 PS. Und mal gucken, was für ein Gerät wir uns dazu holen müssen. Da habe ich nämlich überhaupt noch gar keine Ahnung, was wir da genau brauchen. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche. Man könnte auch so ein T-Rex sich mieten. Weiß aber nicht, ob ich den hier auf der Map drauf habe, in der Modliste. Da bin ich jetzt im Moment überfragt. So, ich werde jetzt erstmal einmal den hier so ein bisschen an die Seite stellen. So, und dann gehen wir einmal beim Händler gucken, was wir da brauchen. Das müssen wir irgendwie hier bei den Forstmaschinen finden. 150 PS Mulchfräse dienen dazu, Baumstümpfe und Büsche zu entfernen. 150 PS, da müsste der Kubota mit hinkommen. Die braucht schon 200. Das ist eine Mulchfräse, die ein bisschen merkwürdig ist, ne? Dann hat man hier so eine Säge hinten dran. Die würde ich jetzt eher nicht nehmen wollen, obwohl die nur 90 PS braucht. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Damit sollten wir aber auch zurechtkommen. Schöne Sachen dabei. Wow. Die kommen aus dem Platinum Expansion. Braucht 180. Hier wird aber auch an Bagger geflanscht. Wir kommen halt, glaube ich, mit dem Ding hier erstmal aus. Das können wir mieten. Sollte beim Händler bereitstehen. So, dann können wir einmal in den Kubota switchen.
Wo ist er? Da ist er. Da steht auch schon die Fräse parat. Da zuppeln wir jetzt einmal hin. Ich nehme das Ding in die Front. Aber das ist schöner. Gucken wir mal, dass wir jetzt da rumkommen. Irgendwie, das war eben schon erzählt im anderen Video, scheinen mich die Pollen ein bisschen zu ärgern von den Bäumen. Moment, leider, wenn die Nase läuft, läuft die Nase. Da kannst du ja nichts machen. Sie jetzt mal pflegen, nützt ja nichts. So, auf zum Hof. Die Zinken voraus, sehr schön. Aber der Kubota, der rennt ja, ne? Das ist ja ein Monster hier mit. Seinen relativ kleinen Abmaßungen, finde ich, ist das echt ein Monster. So, mal gucken, was wir da jetzt hinterlassen, wenn wir da durchfräsen. Gehen wir mal auf die Außenansicht. Na guck, die sind schon mal weg. Auch schon mal hingebracht. War nicht so schlecht, ne? Funktioniert doch recht gut. Das war denn ja doch relativ einfach. So, aber muss ich mal gucken. Der Weg soll ja hier anfangen, ne? Dann fräsen wir das nämlich alles gleich so ein bisschen auf. Schick so über das Land. Sind auch die Büsche weg, die wir nicht mehr brauchen. Ne? Das ist dann alles, guck mal, das sind da alles schön weg. Da
Das ist doch super. Das läuft doch super. Also ich finde das wirklich gut. Alles gleich schön. Ich. Glatt gezogen. Prima. Begeistert. Sagt ihr dazu? Also ich finde es bis jetzt mega. Ist hier wunderbar aufgearbeitet, gibt eine wunderbare Fläche. Schön. Das ist auch so eine Arbeit, die gefällt mir. Das ist schön ruhige Arbeit. Gut, das ist wahrscheinlich auch ein Schlepper. Mega laut. Aber es ist so eine schöne, entspannte Arbeit. Ne? Führst so ein bisschen hin und her. Drehst den Boden durch. Generierst eine schöne Fläche. Schön. Also es gefällt mir mega gut. Jetzt hatten so ein paar Holzstücke liegen geblieben, scheinbar. Ne? Und dass wir die nochmal irgendwann wegkriegen. Herrlich. Also, das ist eine Arbeit, die ist total tiefenentspannt. Finde ich super. Und da macht das wirklich gut, auch der Schlepper, ne? Also schön. Du kannst wie inschlubben. Sitz auf dem Trecker. Ein paar Lenkbewegungen rechts, links, wird schon passen. Augen zu. Das ist Radio laut drehen, sonst. Hinze weg. Den jetzt mal hier kriegen. Na, ist auch witzig, dass er dann immer doch noch mal irgendwie Holz findet und das wegfräst. Ne? Also es ist immer noch was da. Schlepper dreht man einmal durch mit den Rädern. Cool. Ja, und da kommen wir jetzt dann raus, hoffentlich hier mit dem Weg.
Was sagt ihr? Das ist doch schön. Da haben wir doch eine wirklich coole Fläche. Guck mal. Jetzt bin ich natürlich im Überlegen. Ich scroll mal ein bisschen raus. Ich möchte ja das Regal links an den Schuppen stellen. Dann wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn wir den Weg mittig durchziehen und rechts noch irgendwie was hinbauen. Schuppenmäßig. Was meint ihr? Müssen wir mal gucken, was man so hat, ne? Jetzt erstmal den Kubota wieder zurückbringen. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt hier erstmal erfüllen müssen. Und dann geht es in die Planung, was wir da hinbauen. Guck mal, hier so eine Halle zum Beispiel, so eine Durchfahrt, so ein Unterstand sozusagen. So ein Halbdach irgendwie so. Sowas wäre doch ganz gut, was man da reinstellen könnte. Kannst du einfach einen Anhänger reinstellen, gut. Oder irgendwie einen Tankwagen oder whatsoever. Also irgendwie kannst du auch Geräte reinstellen natürlich, ne? Also das, was jetzt nicht unbedingt nass werden soll, was unter das Dach soll. Das wäre eine coole Geschichte. Oder eine Werkstatt. Eine Werkstatt. Lassen. So, dann müssen wir einmal gucken, dass wir dem Händler jetzt geschwindet. Händler jetzt noch ein bisschen Kohle da lassen. Geht ja nicht, dass wir dem. Bitte mal Miete. 2,50, ne? Nur 300 Euro, würde ich mal sagen, kriegt er jetzt einfach als Miete für den Schlepper. Den haben wir höchstens eine halbe Stunde benutzt und das Gerät haben wir sowieso gemietet. Von daher, das können wir jetzt eben einmal zurückgeben. Dann haben wir doch unsere Schuldigkeit getan. Das ist kein Holz, das wir vergessen haben, aber das ist ein Stück Holz, das wir vergessen haben. Ist nicht so schlimm, das kommt einfach hier rein. Den Trunk hier brauchen wir eigentlich eh nicht, aber er ist da. Gehört zur Map. Guck mal, wenn wir jetzt das so machen, dass wir den Weg hier hinbauen. Mitten durch. Hier das noch ein bisschen anheben. Kommen wir beim Anhänger raus. Oder wir machen das so, dass wir so kommen. Hier durchfahren. Am Regal entlang. Und hier rauskommen. Dann können wir nämlich hier noch eine größere Einheit hinfahren. Und dann kann man halt eben hier auch immer rein und rausfahren. Wir gucken doch einfach mal, was wir an Möglichkeiten haben. Das müsste ja irgendetwas sein, was nicht zu groß ist. Ich meine, hier, wir können sagen, zum Boller, den können wir uns ja nicht hinbauen. Das geht einfach nicht. Guck mal, sowas könnte man hier hinsetzen. Das könnte man hier vielleicht so reinsetzen, da hätte man ein bisschen Platz. Müsste aber auch immer um die Ecke fahren, um da reinzukommen. Also es ist nichts, um jetzt irgendwie einen Anhänger da rein zu dengeln. Sowas ist viel zu groß. Sowas natürlich auch. Muss natürlich irgendwas Kleines sein. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Was ist das, wenn das groß ist? Das ist eine Scheune. Ich weiß nicht mal, wo da die Ein- und Ausgänge sind. Da sind Türen, so wie es aussieht. Nee, das ist nicht gut. Das ist aus dem Premium Expansion. Ich glaube, ich weiß, was das für eine. Für einen Schuppen ist. Zu groß, zu groß. Ah, sowas wäre auch cool. Da könnte man sich zwei von hinstellen, ne? Hat man hier so zwei
zwei Einfahrten. Das wäre schon eine Möglichkeit. Das ist. Nein. Ein Schränkchen. Den Boden natürlich noch ein bisschen anheben und ausgleichen, dann könnte man das so hier hinstellen, dann könnte man tatsächlich dran vorbeifahren und man könnte auf der linken Seite, da wo ich stehe, ein Regal hinsetzen. Kostet 28.000 und wir haben da ein bisschen Platz, ne? Wir haben drei Tore. Das ist den Keller. Viel zu groß. Das wird sogar hierher passen. Drei Einfahrten. Zwei kleine rechts, links und eine große. Das wird gehen. Das ist von Bernie das bayerische Hofpack. Das würde tatsächlich auch hier passen. Das ist eine Ecke. Das sind so große, ne? Die sind einfach viel zu fett. Das ist ein Schubkarren wie ich. Nee. Da haben wir ein Ballenlager. Und hier haben wir auch ein Palettenlager oder sowas. Ja, also da müssen wir mal noch ein bisschen gucken, was wir hier Feines haben. Ich habe ja so viel hier drauf im Moment an Möglichkeiten. Das war es jetzt. Aber ich glaube, das, was wir vorhin hatten, das war gar nicht verkehrt. Das von Bernie. Wo ist es? Bayern Agrar, hier von Bernie, da sind wir glaube ich in der richtigen Richtung. Also das würde gehen. Ich sagen, das könnte man hier hinstellen, das könnte hier unter den Bäumen stehen. Ich rotiere mal einmal. Das könnte man hier so hinstellen. Müssen wir da am Rand wahrscheinlich so ein bisschen Plan machen, aber das kriegen wir ja hin. Dann kann das hier so in den Bäumen stehen. Ne? So. Das würde gehen. Und ich hatte doch gerade eben noch eins. Das lässt sich nicht drehen. Nee. Das müsste man sich dann. Es geht nur um 90 Grad gedreht, das geht nicht. Ja, also ich würde sagen. Hier ist hier. Da könnten wir ein paar Sachen unterstellen, könnten die reinfahren. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie groß das ist, ne, welche Höhe das hat, aber das scheint mir, guck mal, der Anhänger, der passt da ja auch super rein. So. Der passt da ja wunderbar rein, also da ist glaube ich genug Platz, auch von der Höhe her, dass man da was unterbringen kann. Da
das sollte eigentlich gehen. Und dann stellen wir den hier hin, passt hier auch super auf die Map. Ich muss nur den Boden erst noch ein bisschen anpassen, damit wir gleich da keine Schwierigkeiten haben. Und dann würde ich das hier reinstellen. Bei den Büschen muss man gucken, dass man die nicht durchbackt, dass wir da nicht zu weit nach hinten kommen. Wir können auch ein kleines bisschen schräge stellen natürlich. So, ne, dass wir den Weg dann schön dran vorbeibauen können. Das müsste eigentlich gehen. Das müssten wir hinkriegen können. Dann könnte ich mal hier so ein bisschen Landschaftsbau machen und ist das die Erde? Nee, das ist eine andere. Welches ist denn die Erde, die wir da haben? Das ist Matsch. Das ist Asphalt. Beton, Dreck. Waldboden. Ja, Waldboden würde gehen. Gras würde auch gehen. Führt da Gras draus machen. Genau, machen wir Gras draus und heben das dann einmal ordentlich an. Das mache ich jetzt gleich mal in Ruhe und dann würde ich hier ein bisschen noch nach hinten gehen und das auch noch mit wegnehmen, auch die Büsche hier noch mit wegnehmen und dann hätte man hier eine so eine Flucht sozusagen, hier so ein Halbkreis und dann gucken wir mal, wie wir da am besten weiterkommen. Danach melde ich mich wieder. Ich werde das einmal testen, die Hütte mal hinstellen und dann schauen wir mal, dass wir das auch gerade noch palettiert bekommen. So ein bisschen was hier transportiert kriegen. Also es bleibt spannend. Ihr werdet mir noch ein bisschen über die Schulter schauen müssen, wie ich das hier anpasse und dann geht es demnächst wieder mit den richtigen Arbeiten weiter. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Fläche hier schick zu bekommen und das mache ich jetzt. Einmal in Ruhe, baue das so ein bisschen hin. Ich baue den Schuppen von Bernie SCS dahin. Hier kommt ein schönes Regal hin, damit wir die Werkzeuge hingepackt bekommen. Und dann wird das, glaube ich, eine schöne Sache. Kleine Erweiterung, bisschen Arbeit, aber es wird gut. Ihr Lieben, der Penso sagt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, warum will ich denn immer pennen? Ich will gar nicht pennen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern wie immer das Däumchen da. Abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.